Bei der Iron Road for Children 2023 wird Josh der Hauptakt für das Charity-Event sein. Nach dem erfolgreichen Auftritt von Seiler und Speer im Vorjahr wird bei der diesjährigen Iron Road for Children eine Schippe draufgelegt. Der talentierte Musiker Josh wird als Hauptakt die Massen begeistern. Josh in Leoben, wie kommt man dazu? Das geht eigentlich, muss man ehrlich sagen, auch ein bisschen über die Freundschaft zu Bernhard Speer und Seiler und Speer generell. Das Management, also der Manager von Seiler und Speer ist ja auch mit dabei bei den Organisatoren von Iron Road for Children. Und ja, der hat angerufen und gesagt, du, was machst denn? Am 29. habe ich gesagt, warte, schau nach. Habe ich gesagt, 27. und 28. habe ich zwei Konzerte. Hat er gesagt, spürst du am 29. auch? Geht um einen guten Zweck, habe ich gesagt, ja. Gibt es einen speziellen Act noch in Leoben auf der Bühne zum Sehen? Ja, der liebe Bernhard Speer hat schon, man möchte nicht sagen großkotzigst, verkündet, dass er mitspielen wird. Jetzt habe ich ihn einmal hinter der Bühne gefragt, so bei der Pressekonferenz, was spielen wir denn eigentlich? Und er so, weiß ich nicht. Also jetzt wird's dann, wir werden doch irgendwas erproben. Und er hat gesagt, er singt zwei Songs bei mir mit. Und da werden wir schon was hinkriegen. Na, zumindest einmal jetzt beim Kickhoff. Ich glaube, blöderweise bin ich Ende Juli heuer nicht im Lande. Aber nichtsdestotrotz muss ich zumindest da dabei sein bei der Auftaktveranstaltung. Und bin natürlich wieder begeistert über das ganze Drumherum, über das ganze Programm, das da der Mike Reiter und sein Brains World Team auf die Füße gestellt haben. Wie viele fleißige Hände da mitarbeiten, damit das Ganze zu einem Erfolg wird, ist schon wirklich sehr, sehr beeindruckend. Ich habe jetzt einen sehr netten jungen Mann kennengelernt, den Marc aus Gleisdorf, der einer der Begünstigten ist und wie soll ich sagen, man schöpft wieder Kraft daraus, wenn man sieht, wie Menschen mit ihrem Schicksal umgehen. Und du dir oft einmal wegen irgendeinem bisschen Kopfweh oder einer Männergrippe bist schon halbert am Dahinsiechen. Das ist mir positiv, solche vom Schicksal wirklich äußerst schwer geprüfte Menschen leben. Da nimmt man da was Positives mit. Das ist so positiv, dass man, wenn ich jetzt an den Bur denke, an den Marc, eine Ganselhaut kriegt auf Lust. Warum macht man bei den Charity-Aktionen mit in Leoben? Die Gegenfrage ist, warum macht man nicht mit bei diesen Charity? Und deswegen die Bitte an die ganze Welt hinaus, herkommen und mitmachen. Es ist für einen guten Zweck, es ist für unsere Kinder und für Familien, denen geholfen werden muss, weil es ihnen nicht so gut geht, vielleicht für manche andere. Und deswegen einfach herkommen, Spaß haben, wenn es nur 1 Euro ist, spenden und einen guten Tag verbringen. Welchen Act lernen wir auf der Bühne? Na, den Besten, das Österreich zu bieten hat zurzeit, meiner Meinung nach. Nein, mein Freund Josh wird den Headliner machen und vielleicht einen oder anderen Überraschungsakt mit haben. Vielleicht bin ich sogar ich, sagen wir mal. Ja, keine Ahnung. Ja. Oder ich habe schon Ahnung. Ja. Also ich darf wieder ein bisschen mitmischen und das freut mich, wenn man mit so wenig Aufwand, selbst wenn es viel Aufwand war, war ich auch da, aber es sind kleine Steps, die so viel bewegen können und deswegen bin ich froh, dass man mich auch dazu eingeladen hat und ich freue mich, dass wir dann da sind und gemeinsam was machen können. Beim Kick-Off-Event im Asia-Spa Leoben betonten die Verantwortlichen den wahren Fokus des Events, die Kinder. Mit einem bis auf den letzten Platz gefüllten Saal zeigt sich das kontinuierliche Wachstum und die Begeisterung für das Iron Race for Children. Ja, warum macht man das? Weil man Mensch ist vermutlich und vielleicht, weil man es kann und weil man gute Partner an Bord hat und weil man wen helfen will. Was ist der Zweck eigentlich? Der Zweck ist natürlich in erster Linie, damit man, ich finde, zusammenkommt, um gemeinsam was Gutes zu tun, dass man Spendenkindern ermöglicht, vielleicht eine kleine Erleichterung im Leben zu erhalten, aber auch, dass man mit seinem Umfeld und mit allen, die was da beteiligt sind, ein gutes Event hinlegt und einen Spaß hat. Was sind die Highlights heuer?
Highlights für mich jedes Jahr das Musikprogramm. Das haben wir, glaube ich, sehr gut zusammengestellt mit Josch und Bernhard Speer. Das freut mich wirklich. Wir haben über 30 Musik-Acts, aber ich glaube auch, die ganzen Spenden, Kinderfamilien kennenlernen zu dürfen und zu sehen, dass denen das wirklich was bedeutet, wenn so eine große Masse an Menschen zusammenkommt und was Gutes tut. Komm hoch, Mama, zu Die Organisatoren freuen sich über die fast verdoppelte Teilnehmerzahl und sind motivierter denn je, den Kindern zu helfen.